Oh, ich glaube, ich halte das Mikro zu. Hört ihr mich überhaupt? Hört ihr meinen Finger auf dem Mikro? Sehr geil. Hört ihr mich? Okay. Also, nochmal. Konzentration zurück. Also, sie hat tatsächlich die Sorge um mich geäußert, ob ich denn wirklich auf dem richtigen Weg bin oder ob ich nicht der Habgier erlegen bin, ja, also nicht der Habgier, so hat sie es gar nicht ausgedrückt, aber sie meint, es ist so, gerade wenn man so mit Geld manifestieren und so weiter ist, dann kann es sein, dass es auf diesem Weg einen sozusagen, wo man eben erkennt, boah, krass, ich manifestiere, ich kann Geld manifestieren und so, dann ist man ja sehr in diesem Schöpfermodus drin. Also wir erkennen unsere wahre Kraft als Schöpferwesen, als unsterbliches, göttliche Energie, die sich hier verkörpert. Und erkennen aus darin unsere Kraft, gehen sehr bewusst mit dem Manifestieren um. Ja, hallo Julia. Und also das ist so der Weg, den ich auch lehre und der Weg, den ich in meinen Lusttempel und so weiter weitergebe, ist wie kann ich mir Geld manifestieren? Im Endeffekt mal so ganz krass runtergebrochen. So einfach ist es nicht. Ja, doch, so einfach ist es. Genau. Aber so wie ich es lehre, geht das nur mit der Seele und nicht gegen die Seele. Genau. Aber jedenfalls war das eben ihre Sorge, die sie da ausgedrückt hat und wo sie mich wirklich ehrlich gefragt hat, wo sie meint, ja, der ist ja der Grat so fein zwischen, dass man es eben noch so aus diesem Manifestieren, aus diesem Schöpfersein heraustut und wenn es dann in so eine Art Magie übergeht. Ja, so graumagische Magie. Und ob ich mir denn dessen bewusst bin und ob mir sozusagen mein Erfolg da nicht eventuell zu Kopf gestiegen ist und so, ne? Und ich fand's eine coole Frage auch und ich denke mir, ja klar, ich meine, klar kriege ich das von ihr gespiegelt, weil das wahrscheinlich Themen und Zweifel sind in mir selber und wir kennen das ja alle, ja. Und sie hätte wirklich so gemeint, ja, wie wäre es denn, wenn du jetzt plötzlich von deiner Seele die Message kriegen würdest, dass du nicht mit Hunderten von Frauen arbeitest, sondern nur noch einzeln mit einer Schwangeren pro Ding. Und dadurch viel weniger verdienst, aber deine Seele würde dir das sagen, würdest du das dann auch machen? Oder so, ne? Also sozusagen die versteckte Frage geht es hier doch eigentlich inzwischen nur ums Geld und so. Und es war super spannend und es war echt, also auch cool, da so meine eigenen Glaubenssätze damit nochmal so zu hinterfragen. Und ich glaube, dass wir das ganz viel in uns haben. Also wir haben ganz viel. Hallo Narayani, schön, dass du zuschaust. Genau, also ich glaube, wir haben ganz viel alle diese warnende Mama-Stimme, die jetzt bei mir wirklich die Mama im Außen war. Aber ich glaube, wir haben die alle in uns, weil wir alle so sehr lange einen spirituellen Weg gegangen sind, der mit gewissen Tugenden einherging. Ja, also wir sind ja super inspiriert so vom Östlichen, ne? Vom ganzen Buddhismus. Und da geht es ja ganz viel um dieses Verschenken, um dieses Detachment, um dieses gar nichts haben, keine Anhaftung mehr, ne? Und darüber das Ego loslassen und damit in die Erleuchtung gehen. Und ungefähr mit Geld kannst du nicht in die Erleuchtung gehen, so, ne? Also es ist einfach super in uns drinnen, dass ein gewisser Grad von Spiritualität und Geld sich eigentlich ausschließt. Und dass Menschen, die Geld haben, außer es wird ihnen jetzt andauernd nur geschenkt und sie können halt nichts dafür, dass sie es haben und dann sollen sie es aber nur verschenken ungefähr, dass Menschen, die eben Geld haben, ne, da ja eigentlich, also oder die auf Geld, wie soll ich sagen, gucken, ihren Fokus drauf haben vielleicht, ja, dass diese Menschen natürlich nicht so erleuchtet werden können wie andere. Ja, und das ist ganz, ganz tief in uns drin, in mir auch noch und ich lerne jetzt wirklich neu und genau, wie kommen wir denn dahin? Wir denken so, weil wir nur solche Menschen kennen, ja, hätten wir lauter Beispiele von Menschen, die unglaublich hochspirituell, wirklich erleuchtungsmäßig spirituell sind, plus total geil reich, plus total toll und geil mit ihrem wunderschönen Geld umgehen können,
Ja, stell dir vor, du hättest lauter solche Vorbilder in deiner Kindheit gehabt. Stell dir vor, Oma, Nachbarin XY, ja, wären so gewesen. Stell dir vor, deine Eltern hätten dir so vorgelebt. Ja. Dann hättest du jetzt ein ganz anderes Bild. Das Problem ist tatsächlich, dass uns die Beispiele fehlen. Hallo Rahel. Jetzt hole ich dir hier alles ein. Genau. Also ich glaube, wirklich ein super springender Punkt ist, dass uns ganz viel die Beispiele fehlen, weil wir das in unserer Gesellschaft nicht kennen, weil es auch, muss man auch dazu sagen, nicht gewollt ist. Ja, also weil so, ne? Und was dem zugrunde liegt, sind so ein paar Grundaussagen oder wie soll ich sagen, Bewertungen. Und eine Grundbewertung ist, dass eben Geld grundsätzlich was Negatives, Schmutziges, Unspirituelles ist, das Geld als solches. Ne? Und das ist eine Grundaussage, die da ganz stark reinspielt. Und eine andere Grundaussage ist, dass wir Geld, wie soll ich sagen, mit dem, was damit gemacht wird, halt immer sehr negativ erlebt haben. Und die, ne? Und dass wir immer noch davon überzeugt sind, dass wenn ich hier Geld habe, jemand anderes es dort nicht hat. Ja, es ist das Prinzip, dass ich nehme dir etwas weg, wenn ich etwas habe. Das ist das, ja, 3D-dualistische Weltbild, in dem wir aufgewachsen sind, das tatsächlich auch unspirituell gedacht überhaupt nicht stimmt. Ja, die Ressourcen sind sowieso da für alle und darüber hinaus ist noch viel. Ja, es ist auch viel mehr da. Wir wollen ja in eine neue Zeit, in eine neue Welt, in eine andere Art von Dimension, können wir sagen. Ja, 5D wird es genannt. Und in dieser Welt, wo ich hin möchte, sind wir uns alle so sehr unserer Schöpferkraft bewusst, dass es nicht darum geht, dass ich, weil ich hier etwas habe, dir dort etwas wegnehme oder jemand anderem etwas fehlt, sondern wir erkennen, dass alles Energie ist, dass alles Schöpfung ist und alles geschöpft werden kann in jeder Sekunde durch den freien Willen, den wir alle haben und unsere eigene Schöpfungsmacht und Kraft. Und das ist das, wo ich die Frauen daran erinnere und hinführe, zum Beispiel zum Lusttempel Explosion im April. Da geht es genau um Money, Mindset und Geld. Und da geht es wirklich tief, weil es reicht eben nicht, dass wir uns das einfach nur mal so vergegenwärtigen und sagen, ja cool, okay, Amira sagt, ich muss Geld lieben, ich darf Geld nicht mehr als negativ verurteilen. Und also mache ich das jetzt nicht mehr und damit kriege ich Geld. Das wäre cool, wenn es so einfach ginge, dann wären wir alle, glaube ich, schon woanders. Aber ganz, also was heißt ganz so leicht? Es ist eigentlich so leicht. Aber diese Programme, die wir uns selber gegeben haben, die wir als Wahrheit angesehen haben, die wir von anderen übernommen haben, die wir gelernt bekommen haben, systematisch, die geben uns einfach ein Weltbild, an das wir glauben, das so krass ist und so stark ist. Und innerhalb dieses Weltbilds wir bisher einfach alles argumentiert haben, auch Reichtum und Armut, auch unseren eigenen Stand, den wir haben, ja, weil es fühlt sich ja auch überhaupt nicht schön an, zu erkennen, hey, man ist doch voll der gute Mensch, aber man hat trotzdem keine Kohle die ganze Zeit, obwohl man voll viel gibt und voll viel gute Sachen tut, ja. Also, wenn ich mich da jetzt nicht schnell rausbringen kann und merke, ich bin es mehrere Jahre so, ja, kommt es ja ganz schnell, dass man sich selber ja auch sein Weltbild entsprechend zurechtlegt, warum das denn so ist, ja? Also, weil es sich ja gar nicht so schön anfühlt. Und weil wir uns nicht eingestehen wollen, hey, ich kann es eigentlich ändern, ja? Und entsprechend, also ich habe es so gemacht, ich hab das halt einfach, ja klar, ich habe die Menschen, die keine Kohle haben, geradezu erhöht, ja? Und damit mich auch selber legitimiert. Und ich hatte ganz viele Erklärungen, warum das so ist und warum, ja, und ich stelle jetzt mal echt was Krasses dar und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Aber ich stelle es einfach mal zur Debatte. Was wäre, wenn das gesamte Spirituelle, was wir bekommen haben in den letzten Jahrzehnten
einen spirituellen Input in Bezug auf eben Detachment, du brauchst nichts, der Weg der Erleuchtung geht über ohne Anhaftung und, ja. Was, wenn all das uns nur sehr bewusst erzählt wurde, um uns klein zu halten, um uns nicht unsere wahre Schöpfungsmacht erkennen zu lassen, damit wir nicht erkennen, dass wir alle saureich sein könnten gleichzeitig. Ja, weil wir damit nicht mehr führbar sind, weil es, ne, weil es einfach Kräfte und Mächte und Machthaber uns weiter gibt, die darin kein Interesse haben, dass wir in diese Macht gehen. Und entsprechend natürlich wurde Religion schon immer instrumentalisiert, schon immer, und Spiritualität erst recht. Und also ich merke gerade, ja, das ist ein krasses System, was wir da, ne, vor allem, weil wir uns das selbst natürlich auch so erhöht haben und wenn wir die ersten vielen Stunden meditiert haben und uns in Askese geübt haben und darauf mächtig stolz sind, ja, um Geld nicht mehr zu wollen, das alles nicht mehr zu wollen. Klar, es ist ein Weg. Ich sage nicht, dass der nicht funktioniert. Ich bin damit auch schon ganz schön weit gegangen. Ist ein Weg, der funktioniert auch, aber ich glaube, es gibt viele Wege, die funktionieren. Und ich glaube, dass es auch ein sehr männlicher Weg ist. Also der in einer sehr männlichen, das heißt jetzt nicht nur Männer sollen den gehen und Frauen den anderen, ich meine wirklich diese männlichen Qualitäten und Energien, die wir alle in uns haben. Ich glaube, es ist ein sehr männlicher Weg, ja, der über diesen Verzicht, über diese Askese, über dieses Detachment geht. Und ja, ich fühle dadurch auch ganz viel in meinem Herzen und kann Dankbarkeit und Glückseligkeit Zustände erreichen. Ich habe da echt schon viel erlebt, sehr schöne Dinge auch erlebt. Deswegen, ich möchte es überhaupt nicht negativ machen. Ich merke nur einfach, dass es ein Weg war, der mich sehr weggeführt hat von der Welt. Ja, und der eigentlich nur dann richtig gut funktioniert, wenn ich in meinem wunderschönen Stein im Bach sitze, fernab von jeglicher Zivilisation und am besten keine kleinen Kinder habe, ja. Also ich habe gemerkt, das ist ein Weg, der hat zu einer bestimmten Phase meines Lebens gepasst, ja, eben wo ich zum Beispiel noch kein Kind hatte. Und ab da, wo ich dann aber ins Mama-Sein eingetreten bin, Alter, mit Dreck und Kackerwindeln und naja, mehr windelfrei, aber ja, und Blut der Geburt und Kotze und ja, ich sag mal so diese ganzen sauweltlichen Sachen und dieses funktionieren müssen als Mutter, weil du so gebraucht wirst auf so eine ganz erdige physische Art und Weise, ja, das ist, ne, also alle Mamas werden dir beipflichten, das ist echt erstmal so, wenn du davor schon eine gewisse Spiritualität hoch vergeistigt hast, das ist erstmal so, pff, ja, okay, Erdung funktioniert so. Und das finde ich so spannend, wo ich halt merke, das ist ein Weg, der, ich habe es dann noch versucht eine Zeit lang, relativ erfolglos, als Mama, und das ist, finde ich, ein Weg, der einfach diese Disziplin dahinter zum Beispiel, ja, und das sind Dinge, die funktionieren nicht mit unserem weiblichen Prinzip zusammen. Und es ist ein sehr lustfeindlicher Weg. Es ist schon auch eine Art von Lust und man kann natürlich auch Verzückung und Ekstase in diesen Zuständen erleben. Aber es ist sehr unphysisch. Es ist sehr gut. Tantra ist da, nehme ich da jetzt mal raus, kommt natürlich auch von dort. Das ist aber auch immer eine ganz andere Herangehensweise. Ja, aber so das klassische Sitzen, Meditieren, Achtsamkeit, nur noch, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das andere ist jetzt ein Weg, der für mich so schön ist und so neu ist und der für mich irgendwie das so alles miteinander vereint. Also der hat auch diese Aspekte mit drin und klar, es ist geil, sich in sich zu versenken und sich mit seinem Göttlichen zu verbinden. Na klar. Aber es hat nicht mehr diese Absolutheit und es geht über den Körper und es geht eben jetzt speziell bei mir, wie ich es vermittle, über die Lust. Und damit ist es komplett wertungsfrei. Es wird so wertungsfrei. Es wird nicht mehr unterteilt in gut und böse und schlecht und ja, also in ach, wie soll ich sagen,
ja, in diese ganzen Wertigkeiten, die wir als Spirituelle ja auch ganz schnell dran sind zu geben, spirituell und unspirituell und so, ja. Und entsprechend hat da auch Reichtum und Fülle seinen Platz und seine Berechtigung und ist wunderschön. Natürlich kommt es darauf an, wie ich es lebe, und ob ich ein korruptes Arschloch dabei bin oder nicht, ja. Aber es geht einfach davon aus, dass sowieso alles Erfahrungen sind und dass wir hier sind, um Erfahrungen zu machen mit unserem Körper und auch mit der Fülle und auch mit dem Geld. Ja, auch Geld hat uns der liebe Gott geschenkt, könnten wir sagen. Ja, auch das ist eine Schöpfung, eine Kreation, eine eigene Energie, ein Geldengel. Ja, auch das ist was, was ich wollen darf. Und ist was, worin ich mich ausprobieren darf. Und ich glaube schon, dass auch da der Moment kommen kann, wo ich so voll bin, dass es einen anderen Stellenwert eben. Also ich glaube, es geht schon um dieses Detachment, aber ich glaube, man kann Detachment über zwei verschiedene Arten auch erreichen. Sowohl über diese Askese, es gar nicht erst zu haben und Minimalismus. Danke für die Herzen. Als auch über die Fülle, ja, auch über dieses total satt sein, total satt sein und dann merken, geil, brauche ich es nicht, ne? Und auch um dahin zu kommen, ja, in manifestieren können wir ja auch nur da, wo wir es nicht brauchen, 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 ja, weil wir so im Mangel sind, sondern wir manifestieren ja immer aus einer Fülle heraus, aus einer Dankbarkeit, aus einer Fülle, die schon da ist. Und insofern glaube ich, Menschen, die sehr bewusst auf dem spirituellen Weg sind und sich sehr hohe Summen manifestieren können, sind Menschen, die in sich diese Fülle bereits gefunden haben, unabhängig vom Geld. Die wissen, wie sich, keine Ahnung, 60.000, 600.000, was auch immer, 6 Millionen anfühlen. Die wissen, wie sich das anfühlt. Die wissen, wie sich diese Fülle anfühlt. Und sie wissen, dass Geld Energie ist, Energiefluss. Geld ist Potenz, ja, also potenzielle verdichtete Energie, mit der ich in dieser Welt momentan, wie sie ist, ja, mehr oder weniger mit tun kann. Und deswegen ist es mehr oder weniger Potenz sozusagen. Lustig, Potenz ist wieder ein super männliches Wort, sehr spannend, ja. Vielleicht gibt es da noch ein anderes Wort. Und also es war auf jeden Fall, um den Bogen zu schließen, es war ein super, super spannendes Gespräch mit ihr, mit meiner Mama, für die später eingestiegen sind. Und ich kann ihre Sorge total verstehen, diese Angst, boah, wenn ich wirklich so viel manifestieren kann, wenn ich mir wirklich Geld manifestieren und alles kann, hebe ich dann nicht irgendwann ab, werde ich dann doch geldgeil oder manipulativ? Und wo ist die Grenze zwischen eben, ich mache es aus meinem Schöpfersein und ich mache, es wird graumagisch, ja, weil ich weiß, wie das geht. Und dann war ihre nächste Frage, ja, okay, aber selbst wenn du das verstanden hast, wie ist es denn dann deine Frau? Du lehrst denen, du gibst denen voll die krassen Techniken und Tools, damit anzufangen, falsch verwenden und nur noch egoistisch und dödödö und so. Und ich so, nö, überhaupt gar nicht. Die Frauen, die, oh mein Gott, diese Frauen, die zu mir kommen, oh Gott, ich liebe alle so sehr. Es sind so unglaublich tolle, kraftvolle, feine Frauen. Aber keine Ahnung, kann ich nicht wissen, ja, aber in meiner Wirklichkeit ist es nicht so. Und da ich es mir manifestiere. Und es gibt etwas, das habe ich gelernt von einem Lehrer, der sehr in dieser alten östlichen, ja, ein Guru. Aber ich habe sehr viel von ihm gelernt. Und er hat mir so cool das Om-Zeichen erklärt. Ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, ne? Das sieht so aus wie so eine, wie so eine 3, so ein bisschen, die dann aber oben nochmal so einen kleinen Halbmond hat und nochmal so einen Punkt oben drüber, ne? Genau, und hat dann noch so einen Schwanz an der 3 hinten dran. Das Om, das Augenzeichen. Und das ist super spannend, weil das sind sozusagen unser Unterbewusstes und unser Bewusstes, sind diese zwei Bögen. Ich hoffe, ich habe es richtig gemerkt, aber so habe ich es mir gemerkt. Genau. Und wenn wir die beiden, genau, und aus der Mitte geht dieser Schwanz raus, das ist da, wo sich der eine Bogen von der 3 und der andere treffen. Und aus dieser Mitte
geht dieser Schwanz raus und der geht auch so ein bisschen dann nach oben zu diesem Halbmond mit dem Punkt. Und das da oben ist unser Schöpfer, Schöpfungssein, unser göttliches, unseres Boah, bam, da oben ist alles möglich, ja. Also dieser Punkt. Und der wird geschützt durch diese Schale. Ne? Das ist wirklich wie so eine Abgrenzung und drüber ist der Punkt. Und ich komme da nicht so einfach hin. Ich komme da nämlich nur in einem bestimmten Zustand hin. Und zwar, wenn ich das Unterbewusste und das Bewusste miteinander verbinde, in diesem Zwischenzustand. Das ist so dieser Twilight Zone, ja. Das ist so der Zustand, den ich über Meditation erreiche oder kurz bevor ich einschlafe, kurz bevor ich aufwache. Deswegen ist es so cool und so kraftvoll, genau beim Letztes, bevor du einschläfst und das Erste, bevor du die Augen aufmachst, morgens zu manifestieren, zu beten, zu meditieren, zu visualisieren, was auch immer, deinen Tag zu bestimmen und dich auszurichten, genau deswegen, weil wir da eben verbunden sind mit dem Bewussten und dem Unbewussten. Und da dazwischen ist sozusagen wie das Tor. Genau, und da hoch kommst du aber nur in einer bestimmten Frequenz. Das werdet ihr schon gemerkt haben, die, die sich mit Manifestieren auskennen, wenn ihr sehr negativ seid. Also für mich fühlt es sich manchmal so an, als ob ich geschützt bin. Manchmal mache ich das auch sehr bewusst, dass ich dann irgendwie ein Engel oder eben Patronus, habe ich es mal gelehrt, heraufbeschwöre, gebe. Herr Patronus, kurz das Harry Potter, ne? Genau, also etwas herrufe oder jemand oder eine Kraft, die mich da unter, wenn ich merke, ich bin so voll negativ und ich will jetzt voll negativ sein, ich will jetzt rumschimpfen und alles und ich will nicht, dass sich das manifestiert, ja? Dann hole ich mir eine Hilfe und bitte die darum, das sozusagen so abzuschirmen und nicht in die Manifestation zu bringen. Aber tatsächlich brauchen wir davor nicht so eine Angst haben, Gott sei Dank, weil überleg mal, wenn jeder Gedanke, wir sagen, jeder Gedanke manifestiert, ja, ja, aber wenn jeder Gedanke, wie soll ich sagen, wortwörtlich manifestieren würde, dann wäre unsere Menschheit schon 10.000-fach ausgelöscht und andauernd würden die Menschen tot auf der Straße umfallen, andauernd, ja, weil überleg mal, wie oft wir denken, ah, ich wünschte, ich wäre tot, ich wünschte, du wärst tot, ich wünschte, ja. Also das heißt, es gibt Gott sei Dank eine Macht, die uns schützt und das ist unser Göttliches, unser, ja, wie kann ich es sagen, kannst du es auch den Schutzengel nennen oder, aber es ist, nee, es ist wirklich was, also was sehr Inhärentes in uns, was uns schützt, was tatsächlich dauerhaften Fokus auf uns hat, dass wir leben. Ja, weil stell dir vor, wir müssten die ganze Zeit bewusst manifestieren, dass wir leben. Und wenn wir es nicht machen würden, würden wir tot umfallen. Ja, oder wenn wir uns mal gerade nicht lieben würden oder so. Und Gott sei Dank ist es so nicht, sondern das Göttliche in uns hat dauerhaft den Fokus für uns darauf, dass wir leben. Ja, ist das nicht schön? Ich finde es auch so total, beruhigend auch, ja, genau. Und das Schöne ist, wenn wir erkennen, dass wir das sind, und was heißt ich erkenne, das heißt ich verbinde mich damit, ich verbinde mich mit meinem göttlichen Teil, das ist das, was wir in der Ausrichtung machen, was die Praxis, die ich lehre, ja, das zu machen, dass wir uns sehr bewusst, für mich fühlt es sich manchmal so an, als ob ich innerlich so eine Leiter hochgehe, ja, und da oben bin ich dann connected, als ob wir ja mit unserer Seele uns verbinden, mit unserem höchsten Selbst, es sind diese Worte, da definiert ja auch jeder anders, auf jeden Fall gehe ich in diese Verbindung mit meinem Göttlichen und sobald ich das mache, bin ich so hochfrequent, dass ich gar nicht was wirklich Negatives manifestieren kann und will, ja, weil ich ja mit meinem Göttlichen verbunden bin. Und dann Hassgedanken oder so niederschwingende Gedanken würden mich sofort wieder runterhauen von dieser Leiter. Ja? Und das ist so dieser Schutz, sag ich mal. Das ist dieser Halbmond beim Om-Zeichen, ne? Den ich nur passieren kann, wenn ich in einem bestimmten Bewusstseinszustand bin, in einer bestimmten Frequenz. Die Frequenz der Dankbarkeit bringt mich dahin, die Frequenz der Liebe, die Orgasmic Love Frequency. Ja? Das sind diese Frequenzen, die mich dahin bringen. Genau. Und das ist super schön und beruhigend. Und
Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir uns Fülle manifestieren dürfen, weil wenn wir sie aus niederen Motiven heraus wollen, ich will jetzt ganz viel Geld, damit ich endlich Rache üben kann, weil damit ich dir irgendeinen Scheiß, dann bin ich in der Frequenz, aus der heraus ich Fülle nicht manifestieren kann. Ja? Und deswegen kann ich auch freimütig all meine Tools geben und weiß, es rutscht nicht in grau magische Magie, weil das lehre ich nicht. Ich lehre keine graumagische Magie, ich lehre schöpferisch sein, sich zu verbinden mit seinem Göttlichen. Und sobald ich in dieser Verbindung bin, bin ich anders, will ich anders, will ich. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, das wollte ich so gerne nochmal, weil das ja auch öfters mal unter meinen Videos als Frage kam. Und das wollte ich so gerne erklärt haben. Und jetzt ist es einfach die Zeit für dich, für jede Einzelne, zu entscheiden und zu erkennen, dass es total geiles Geld zu haben und total hochspirituell sein kann, Geld zu haben, wenn ich die Wertung daraus nehme. Und dass, wenn Geld durch deine Hände fließt, es immer eine energetische Aufwertung bekommt. Immer. Ja, weil du, denke ich jetzt mal, kein Arschloch bist und damit Arschlochsachen machst. Und entsprechend ist jedes Geld, das durch dich gewandert ist, hat eine, ja, hat eine Aufwertung, eine energetische, hat einen anderen Zweck bekommen, als es vielleicht davor noch hatte. Und das ist wunderschön. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass wir diese Welt, wenn jetzt nicht das mega Wunderknall Puff Peng passiert, was vielleicht indirekt auch passiert, aber ich glaube, dass wir die sehr gut ändern können, denn ganz, ganz viele von uns sehr erwachten, sehr bewussten, hochschwingenden, in ihrem Herzen verankerten, liebenden Frauen, ich sage jetzt bewusst Frauen, weil es bisher halt sonst da über an den Stellen hauptsächlich nur Männer stehen, wenn wir in so eine Größe gehen, damit meine ich auch finanzielle Größe, die ja dann auch mit Möglichkeiten, mit Machtpositionen im positiven Sinne, ja, Einfluss haben, einhergeht. Stellt euch mal eine Welt vor, in der plötzlich, lass mal nur 10% sein, 10% der ganz, ganz, ganz da oben, oben, obersten, oben, Global Player, oben, oben, plötzlich solche Frauen wären. Ha! Da bin ich mir sowas von sicher, dass sich die Welt sowas von verändern würde. Sowas von. Und dafür gehe ich. Ich glaube, dass es absolut an der Zeit ist, dass wir uns in unsere wahren Macht- und anführenden Positionen begeben. Mit unserem Know-how, mit unserer Liebesfähigkeit, mit unserem spirituellen Wachsein. Ja? Genau das ist es doch. Und vielleicht ist es nicht für alle, ja? Es gibt bestimmt, ich möchte es nicht als besser oder schlechter werten. Ich bin mir sicher, dass es Frauen gibt oder Menschen gibt, die das nur auf der rein energetischen Ebene machen und da so arschviel für uns die Menschheit bewirken. Danke, danke, danke an dieser Stelle, auch wenn wir es vielleicht bewusst so halt nicht sehen können, wahrnehmen können. Aber ich glaube, es gibt auch die anderen Frauen und vielleicht gehörst du zu denen, sonst wirst du vielleicht dieses Video gerade nicht gucken, die in sich diesen Ruf spüren, dass sie Anführerinnen sind, dass sie andere führen wollen, dass sie anderen beim Aufwachen helfen wollen, dass es ihnen Spaß macht, Frauen zu begleiten, Räume zu halten, Gruppen zu halten. Ja, das kann, Dankeschön. Ne? Also vielleicht hast du einfach diesen Ruf in dir sehr deutlich, dass du eine von denen bist, ja. Und für diese Frauen ist ganz viel mein Coaching. Das sind die Frauen, die zu mir kommen, die ja schon auf dem Weg sind, die bereit sind auszusteigen aus dem Oldschool-Dingsbums, ja. Und die aber einfach Bock haben, da wirklich hochintensiv und sauintensiv zu arbeiten. Also jetzt gerade mein Lusttempel Wild. Der hat ja jetzt nicht den Fokus auf dem Geld, sage ich jetzt mal, so wie der Explosion, sondern eben wirklich um, da geht es um diese Erlösung der Wutkraft und die Kali-Kraft und die Wildheit. Und boah, Alter, das ist echt intensivst. Und die Frauen, die da sind, sind, ach, keine Ahnung, zwei Drittel sind eh schon Coaches und genauso unterwegs wie ich. Und
Das finde ich auch so geil und so schön, dass wir uns da so gegenseitig empowern dürfen. Es geht ja gar nicht darum, dass ich jetzt das schon kann und alle anderen noch nicht und bla, sondern es ist einfach, ich mache einen Raum auf und halte den. Und daran bin ich ziemlich scheiße gut. Und es ist richtig toll und so beglückend, den Frauen bei ihren Prozessen zuzugucken. Unglaublich stark. Und das ist der Lusttempel Explosion und der beginnt mit einem ganz klaren Statement und einem ganz klaren, ich glaube daran, nein, ich glaube nicht, ich weiß. Der beginnt mit dem ganz klaren Wissen darum, dass du weißt, wenn du in dich investierst, kommt es A, hundertfach zu dir zurück und B, baust du diese Wave für dich auf, es ist deine Energy Wave und C, ja, testest du damit, wie Geld funktioniert, wie Geld eine Energie ist, eine treibende Kraft sein kann. Und ich habe Coaching schon angeboten früher für Frauen, wo ich nicht Geld dafür verlangt habe oder nur ganz wenig. Und ich war, klar bin ich jetzt ein bisschen anders und weiß noch mehr Tools und bla, aber ne, also, und die Frauen sind nicht wirklich mitgegangen. Sie sind einfach nicht, sie haben es nicht gemacht. Und es ist echt, es ist so und da müssen, und deswegen können wir es aber für uns nutzen. Das ist das Schöne, Gott hat uns diesen Verstand gegeben oder wir haben uns den erschaffen oder wie auch immer, aber wir haben diesen schönen Verstand. Und anstelle, dass wir immer gegen den Verstand arbeiten, können wir ihn nutzen. Und wenn unser Verstand verstanden hat, wie dieses ganze Geld manifestieren, Money Flow, Mindset, bla bla funktioniert, und vor allem, wenn unser Verstand die ersten Ergebnisse reinbekommt. Ja, also wenn du während dem Coaching bei mir bist und dann passieren geile Magic-Wunder, wie plötzlich kriegst du irgendwo Geld geschenkt und plötzlich funktioniert das und hier eine Rückzahlung. Mein Gott, was ich schon alles erlebt habe in meinen Kursen. Richtig geil, ja. Und dann wird es noch richtig gefeiert von allen und alle freuen sich wie Eumel, dass du Geld hast. Wie, ja, auch das ist eine Riesenenergie, die da entsteht in der Gruppe, die du halt alleine so nicht hast. Wie viel freust du dich denn wirklich, wenn du mal Geld hast oder wenn mal irgendwas Tolles passiert? Einmal kurz und dann war's das, ja. Nee, hier hast du eine ganze Gruppe von hochschwingenden Frauen. Im letzten Explosion waren wir, glaube ich, 19 Frauen, die sich mit dir mitfreuen ohne Ende, ja, die dich auch daran erinnern, dich noch mehr und weiter zu freuen, was wiederum noch mehr davon natürlich in dein Leben zieht, ja. Das ist eine unglaubliche Dynamik, die du alleine, wenn du, weiß ich nicht, ein Buch liest und das für dich machst. Mal ganz ehrlich, wie viele geile Ratgeberbücher, spirituell, blabla, Toolbücher hast du schon gelesen? Stehen in deinem Regal, hast sie ein paar Tage, ein paar Wochen, wenn du gut bist, gemacht und dann stehen sie im Regal, ja? Und du weißt, dass der Scheiß stimmt. Du weißt, dass es richtig guter Scheiß ist in diesen Büchern, aber du tust es nicht. Und dafür sind diese Online-Coachings und die sind so geil, ich liebe es inzwischen so sehr, weil ich bin da, ich nehme dich an die Hand, ich trete dir in den Arsch, du gibst mir viel Kohle dafür, dass du es tust und du tust es, weil du mir viel Kohle dafür gibst. Wow, ganz pragmatisch und schnell runtergebrochen. Und es funktioniert. Es funktioniert in 85% der Fälle, meine Quote jetzt, würde ich sagen. Ja? Stimmt bei anderen auch wieder anders. Und ich glaube, dass diese fehlenden 15%, was ich glaube, ist meine Beobachtung, sind meistens Frauen, für die diese Summe, die der Lusttempel oder was auch immer dann kostet, relativ easy peasy ist. Ja, für die das so, ja, okay, ich mache mal ein Coaching und so. Für die ist es nicht genug Zug. Ja? Und die Frauen, die wirklich ihr letztes Zeugs zusammenkratzen, für die Frauen, die wirklich sozusagen, wie soll ich sagen, alles auf eine Karte setzen, die, ich habe schon Frauen erlebt, das weiß ich in meinem Kurs, sondern in einem, wo ich auch Teilnehmerin war, hat die Frau tatsächlich zwei Mieten ausgesetzt zu zahlen bei ihrem Vermieter, mit zwei Kindern alleinerziehend übrigens, um das Geld für dieses Coaching zu haben, weil sie wusste, es ist mein Durchbruch, es ist mein Durchbruchscoaching. Total krass, ja. Was soll ich euch sagen? Diese Frau verdient inzwischen sonst was wie vierstellig, ist da sofort ausgezogen, als sie die Kohle hatte. Und wohnt jetzt ganz anders und ist wirklich ganz, ganz krass unterwegs inzwischen. Ja, und das meine ich. Es ist einfach, es darf eine Herausforderung sein, dieses Geld. Je größer die Herausforderung für dich ist, desto krasser
Ja, hast du wirklich, es ist wie eine Wave, die du aufbaust und auf der du, wenn du Glück hast, obendrauf surfst. Wenn du Pech hast, drückt sie dich wenigstens auch noch ziemlich gut, ja. Aber wenn nicht, dann kommst du halt nicht so voran und schwimmst da so in diesem seichten Wasser rum irgendwie, ne? Und dann hast du halt wieder ein Coaching gemacht und dann hast du halt wieder so ein Buch gelesen und so. Deswegen, wenn du in meinen Kurs kommen willst und es ist für dich viel zu günstig, du darfst mir sehr gerne mehr dafür geben oder mit mir ins Einzelcoaching vielleicht gehen. Vielleicht ist das dann auch mehr deins. Genau, weil es darf eine kleine Hürde sein. Es darf auch eine größere Hürde sein. Und die Frauen, die wirklich wollen, die haben bisher immer einen Weg gefunden. Immer. Es ist so magic. Die wenden sich oft erst mir, ich will so gerne, ich habe kein Geld und Ratenzahlung und Rumdiskutiererei. Hatte ich am Anfang noch, inzwischen mache ich das gar nicht mehr. Und ganz oft passieren die Frauen, die sagen, aber ich will, bei denen passiert es, bei denen passieren Dinge. Also es ist total krass, ja, wie das Geld dann den Weg zu ihnen findet. Insofern, du hast noch ein bisschen Zeit. Der Lust am Explode startet erst am 31. März. Insofern hast du noch Zeit, wenn du möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, in dir diese Gedanken zu knacken, diese Glaubenssätze aufzuknacken, ja. Und ja, verbleibe mit einem wunderschönen Gruß zur Nacht und bin mir sicher, dass sich Erleuchtung und Reichtum nicht ausschließen. Denn beides ist Reichtum und beides ist erleuchtend und es ist unsere Wertung, die das macht. Und wenn wir verstehen, wie mächtig wir sind als Schöpferwesen, erschaffen wir auch die Wertung. Erschaffen wir den Wert des Geldes, erschaffen wir den Wert der Erleuchtung, erschaffen wir aber auch, wie schwierig es ist, dahin zu kommen oder wie leicht. Und ich wähle den leichten Weg. Vielleicht magst du mitkommen.